Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Zeit für Freunde. Folge 200, wir sind bei Folge 200, das ist unglaublich. Heute gibt es leider kein Special, auch wenn ich schon einige Ideen für Specials habe, die werden wohl zwischendrin kommen müssen, denn es ist storytechnisch noch nicht an der Zeit für ein Special, es fehlt uns noch ein Schritt. Abgesehen davon waren die letzten Parts und die letzten Wochen voller Sims-Inhalt doch ziemlich gefüllt mit Content, den man auch in ein Special hätte packen können. Also ich weiß noch nicht so genau, was als nächstes dann da auf uns zukommen wird, aber es wird wieder, ich hab geplant und besonders mit Sally und Berat könnte man so einiges Interessantes anfangen. Und Sally fühlt sich hier überhaupt nicht wohl in ihren Klamotten und will hier mal jemand was kaufen. Wollt ihr was kaufen? Ja, nein, vielleicht, doch nicht. Oh, sie fühlt sich total unwohl. Wer ist denn hier schon wieder nicht zur Arbeit? Ja, ja, mal arbeiten. Geh halt arbeiten. Wieso geht er nicht arbeiten? Der geht nicht arbeiten. Ich krieg's nicht hin. Und übrigens, ich habe es hoffentlich geschafft, die Bitrate meiner Videos wieder zu verbessern. Ich nehme das Ganze jetzt im Flash-Format auf, damit YouTube wesentlich besser klarkommt. Ich kann zwar nicht so gut nachträglich editieren, aber das muss ich ja bei den meisten Videos nicht. Deswegen, ist die Qualität jetzt besser wieder in den Videos? Die Bitrate wieder besser? Ist das weniger pixelig? Ich weiß nicht, was YouTube in letzter Zeit hat, aber so ganz so 100% hat das halt einfach jetzt nicht funktioniert. Okay, wir haben... Die Leute gehen alle. Informationen anbieten, Möglichkeiten unterbreiten, Kunden begrüßen, als geht. Die gehen alle, das ist nicht gut. Wir bräuchten ein wesentlich größeres Etablissement. Kommen jetzt alle wieder hier rein, das ist gut. Wir sammeln auch Vorteilspunkte, da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ah, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir irgendwas Besseres machen können. Unser Geschäftsbudget sieht überhaupt nicht gut aus. Wir haben noch gar nichts verkauft. Wir haben es noch nicht geschafft, einmal was zu verkaufen. Kannst du helfen? Natürlich kann ich helfen. Hey Sally, mach doch auch mal, red doch mal ein bisschen mit den Kunden, du bist sofort gut. Okay, ich bemühe mich, er mag mich nicht. Hallo, hallo, mit Sally und ich präsentiere Klamotten, die vielleicht ihrer Freundin gefallen könnten. Guten Tag, er ist ein bisschen gelangweilt. Wie wäre es mit deiner lustigen Geschichte? Geschichten sind doch immer gut. Ihr Glassmann, guckt ja meine neue Aufstellungstische an, sind voll gut. Vom Laden schwärmen, Möglichkeiten unterbreiten, Preisvorstellungen, Möglichkeiten unterbreiten, Informationen anbieten, und dann zwischendrin mal was anderes sagen, damit die Leute nicht durchdrehen. Wirklich was Cooles, zusätzlicher Angestellter, schneller Kassier. Wir brauchen 450, damit das mit dem... Ich weiß auch nicht, was können wir da alles machen? Nee, ne? Das ist jetzt zum Verkauf, ne? Muss ich das jetzt irgendwie... Ne, ist doch... Und die sind doch auch alle zum Verkauf, die Sachen, oder? Muss ich das extra noch als zum Verkauf markieren? Nee, ne? Nee, das ist alles zum Verkauf. Die Leute sind aggressiv drauf, wie blöde. Ich kann andere Sachen als zum Verkauf kennzeichnen, das hier zum Beispiel. Das ist dann zum Verkauf gekennzeichnet, dann kann dann jemand das kaufen, wenn er will. Er ist doch schon richtig, er ist doch richtig interessiert hier. Ein bisschen Fragen beantworten. Guck mal, er probiert das auch gerade an und das, Alter, es steht ihm. Ey Mann, Bro, kauf das, das steht ihm, guck euch das an. Ja, Mann, das steht mir. Sehe ich nicht gut aus. Hui. Und Sally immer die ganze Zeit dazwischen. Muss ich hier stehen? Muss das wirklich? Muss ich hier stehen? Der will gar nicht kaufen. Wir können mit ihm nochmal reden. Preisvorstellungen. Fragen beantworten. Wo gehst du hin? Bleib hier und kauf ein. Wieso will denn niemand unsere coolen Sachen kaufen? So ein Modegeschäft ist echt schwierig. Aber auch er scheint schon richtig interessiert zu sein. Bisschen den Tag verschönern, das kommt immer gut. Sally kriegt es jetzt auch einigermaßen. Nee, kriegt es nicht.
Ist die bei Nachbarn tratscht, das finden Leute eigentlich immer ganz lustig, weil die örtliche Jugend beschweren, dass sie so laut sind und anstrengend. Und irgendwie hat jetzt gar keiner mehr einen Balken über seinen Schädel. Jetzt wirklich niemand mehr überhaupt irgendetwas kaufen? Niemand mehr, wirklich? Was mache ich dann falsch die ganze Zeit? Der Laden ist doch aber geöffnet. Also, jetzt sind die Eis, die Balken wieder da. Okay, alles klar. Dann biete ich Informationen an. Okay, die Kinder sind aus der Schule wieder. Und dann bin ich ein bisschen mit Einkaufsverlieben am und am Möglichkeiten unterbreiten. Und guck mal, der Balken sieht gut aus, Kann ich ihr noch Informationen anbieten und Fragen beantworten? Komm schon, kauf das jetzt. Krassiger Mann, meine Klamotten sind die besten. Willst du nicht kaufen, die Klamotten? Okay, krass, ich will Klamotten so kaufen. Ach so, ne, das war gut. Kunden abkassieren. Alles klar, dann hören wir mal auf zu quatschen mit denen. Super, krass, schön, dass Sie sich interessieren für Kleidung. Ich muss gerade mal gehen an die Kasse und abkassieren. Fast Problem nicht, das Problem ist auch so, ne? Ich kann ja mal... Sally, komm, bemühe dich doch mal. Frag mal nach den Preisvorstellungen. Komm, trau dich mal. Die Claudia kann nicht so schlimm sein. Bisschen tratschen. Stellen Sie sich für Preise vor. Keine... Okay, dann reden wir ein bisschen. Lernen wir uns kennen. Wir mögen es. Pommes frites. Ich mag Pommes frites. Okay, krass. Also du willst die Klamotte mit der Brille. Aber mit der Brille zusammen in Kombination oder was? Gefällt dir Kombination von Brille? Okay, das ist gut. Dann nehme ich aber grün, ja? Grüne Brille. Willst du grüne Brille? Okay, alles klar. Machst du grüne Brille? Die geht schon wieder weg. Bleib hier. Ah, du musst auch kaufen. Ausnahmsweise. Mal mit ihr reden. Nochmal ein bisschen tratschen. Vielleicht klappt das ja. Ein bisschen über gemeinsame Interessen reden. Und dann nach ihren Lieblingsautor fragen. Vielleicht hat sie sowas, ja? Okay, wir haben abkassiert. Das ist cool. Wir ändern das Outfit, indem wir ein neues Outfit erstellen. Jawohl. Puh, da war jetzt aber ganz schön viel los, Leute. Da ist ganz schön viel los gewesen. Da ist echt ziemlich viel Chaos. Zweites Outfit erstellen. Genau. Das ist ziemlich viel Chaos in diesem kleinen, winzigen Laden. Es kommen fast ein bisschen zu viele Sims, habe ich das Gefühl. So, was wollen wir denn jetzt mal gestalten für ein Outfit? Was Herbstliches? Oh, ihr habt mir so viele Outfit-Ideen auch geschickt. Ich habe auf Twitter einige Ideen bekommen von euch, wie wir dann Sally gestalten können, die ich ziemlich cool und interessant fand. Da können wir uns mal drum kümmern. Was Herbstliches? Oh, was würde dann... Oh, das ist so Marinefarben. Das ist ja ein bisschen herbstlicher. Würde Berat sowas gestalten? Würde Berat sowas machen? Sag mal, können die Männer auch die hautengen Weiblichen tragen? Oh. Ich weiß ja nicht, ob das... Ob das so eine gute Idee ist. Ja, okay, dann für die Frauen, die können auch getragen... Oh Gott, das sieht so richtig nach so einem Streberklamotte irgendwie aus. Ach, ich weiß auch nicht. Oh Gott, die kann ich hingucken. Das sieht ja schrecklich aus. Für die Herbsttage. Eine schöne Blue Jeans. Wie wäre es mit einem Jeans-Outfit? Wie wäre es mit einem Jeans-Outfit? Also das ginge sogar noch. Das hier ist sehr edel. Ich hätte ja ein Jeans-Outfit. Das ist ja eine Jeansjacke. Gibt es ja noch ein bisschen heller. Vielleicht mit Brauntönen für den Herbst? Das ist doch was. Wir gehen jetzt auf ein Jeans-Outfit zu. Nee, da passt nichts mit Krempe. Ah, das muss doch schon so ein bisschen was Cooleres, wie so ein Schlappmützchen hier sein. Gab es doch auch für Frauen diese andere Mütze. Ist die jetzt auch hier mit dabei? Da 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 da. Da 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 da. Könnte ich immer die gleichen hier benutzen? So ein Cappy dazu wäre voll gut. Hier so in Orange, passend dazu dann Gelb. Das geht ja mal gar nicht. Das geht noch. Das wäre ganz cool. Accessoires. Brille dazu. Eine Sonnenbrille. Weiß ich nicht. So was Dude-Cooles-mäßiges. In Blau.
Hier mit dem weißen Streifen und so. Gibt es die hier auch in einem Blau-Weiß? Oh, das ist doch cool irgendwie, oder? Meint ihr nicht auch? Dazu jetzt noch richtige Turnschuhe, auch in einem in weißen Tönen. Das gefällt mir, das ist richtig cool. Okay, aber dann, da wäre so eine Armbanduhr cool. Blau-Weiß? Ja, geil. Ach, guck mal, das hat doch Style. Das hat doch Swag und Style, yo, Leute. Es macht mir Spaß, Klamotten zu gestalten für Sims und dann die zu überreden, die anzuziehen, aber das dauert ein bisschen lange. Aber ich habe gesagt, diese Folge wollen wir Geld verdienen. Schaufensterpuppe ankleiden kostet Geld. Ganz schön teuer. Das bisschen, was wir eingenommen haben, kostet uns gleich wieder. Alter, das sieht cool aus. Können wir das selber anprobieren? Ich sehe nicht, dass du es anhast. Ich sehe nicht, dass du es anhast. Ich sehe nicht, dass du es anhast. Wir haben es kaputt gemacht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Verkaufsgespräche führen können. Fragen beantworten. Einkaufsvorlieben besprechen. Krass, was kaufst du denn so am liebsten? Kaufst du gerne Käppis oder magst du mir Sonnenbrillen? Ich kann heute so krass beides anbieten und so. Und wer hat sie denn jetzt kokett gemacht? Leo, sie angebaggert oder was ist hier los? Wer ist denn jetzt hier angegraben? Pikanter Tratsch. Oh, skandalöser Tratsch. Oh, oh. Okay, dann reden wir noch mal ein bisschen mit ihr. Vielleicht will sie ja doch was kaufen. Einkaufsvorlieben, hatten wir das jetzt schon? Ne, Preisvorstellung, Einkaufsvorlieben. Editieren die alles an, aber die sehen, wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht. Wir können es nicht sehen. Es ist unsichtbar. Es sind unsichtbare Klamotten. Nein. Die unsichtbaren Klamotten des Todes. Nicht doch. Einkaufsvorlieben. Versuchen wir weiter zu überreden. Ich weiß nicht. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann noch... Insider-Story. Jetzt geht die schon wieder. Geh nicht. Bleib stehen, Claudia. Claudia! Warten Sie. Gehen Sie noch nicht. Warten Sie. Ich habe vielleicht doch noch ein Angebot auf dem Tisch, das für Sie interessant sein könnte. Sie sind angespannt, das sehe ich. Haben Sie vielleicht andere Preisvorstellungen? Wie war Ihr Tag? Geht es Ihnen besser, wenn ich Ihnen einen besseren Preis anbiete? Das geht ihr halt überhaupt nicht gut, aber jetzt ist sie wieder okay. Vielleicht können wir ja doch nochmal nach den Einkaufsvorlieben fragen. Und Fragen beantworten. Sie ist Snob. Steht ihr denn gerne auf so... Da müsste ich sie nach ihrer Karriere fragen, vielleicht mag sie sowas. Oh, sie ist gerade voll angespannt. Interessen nochmal austauschen. Wir wollen ja nichts kaputt machen hier in der schwierigen Kundenbeziehung. Wie jetzt, die geht. Ach so, sie geht tatsächlich einkaufen. Sie geht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das machen wir gleich mit ihm auch nochmal. Warte. Sally, kannst du das? Schaffst du das mit dem Kunden abkassieren? Sie arbeitet schon richtig mit jetzt im Laden. Wenn sie sich danach nicht ein bisschen besser fühlt, weiß ich auch nicht. Also ich an ihrer Stelle hätte mega den Selbstbewusstseinsschub. Krassmann, hier guck mal, die neue Outfit ist voll cool. Willst du nicht ein neue Outfit, Bro? Das neue Outfit ist das Beste. Ich sag dir, das ist das beste Outfit von ganz Laden. Ich bin auch mal hier und ich würde gerne da darüber reden. Sie muss mal dringend aufs Klo. Eigentlich schaffst du es ja noch. Ja, sie wollen das kaufen. Okay, Können wir hier nochmal Preisvorstellungen? Komm, das muss doch jetzt klappen hier. Hey Manu, ich will auch coole Klamotten haben. Wieso kaufen wir die anderen das immer vor der Nase weg? Ich krass, Mann, du bist Leo, ne? Ich kenne dich von Erzählungen und so. Okay, warte, ich muss gerade Kunde abkassieren, dauert. Okay, sie wollen das mit der Brille, so. Aber wollen sie die auch mit einer Stärke? Wir haben die aber nicht mit einer Stärke, es ist eine reine Sonnenbrille. Ja, ist kein Problem, nehme ich auch mit der reinen Sonnenbrille. Warte, ich muss Screenshot machen. Ich finde das süß gerade, dass sie sich so Mühe gibt und dass sie jetzt hier auch fleißig mitarbeitet. Alter, das Bild hier im Spiegel ist einfach unglaublich gut. Und Sally freut sich richtig, das kann ich ja verstehen. Ist richtig happy, dass sie jetzt was verkaufen kann. Und Berat ist auch gleich richtig happy.
Oh, wie sie guckt alleine. Okay, wir haben das jetzt gleich. Dann setze ich das hier auf die Liste. Okay, gut, dann brauche ich jetzt noch Kontodaten, wenn sie das... Wenn sie per Kreditkarte bezahlen, sie können PC-Karte, PayPal, wir nehmen auch Geldkarte. Aber keine Schecks. Schecks nehmen wir nicht. Oh, kein Problem. Oh, das steht mir ganz ausgezeichnet. Oh Gott. Oh Gott. Och, jetzt sehe ich aber geil aus. Oh mein Gott! Was haben wir getan? Tschüss, Claudia. Tschüss, Claudia. Oh, wir haben richtig Geld eingenommen. Ist ja putzig. Okay, wir müssen neue Klamotten machen. Wir dürfen wieder neue Klamotten machen. Ach, das ist geil. Ich liebe das, neue Klamotten machen zu dürfen. Outfit erstellen. Outfit an deine Sim erstellen. Ein Sim erstellen. Und ich hatte, jemand hatte mir so eine wunderschöne Bilder geschickt auf Twitter, wie er Sally einkleiden würde. Ich würde das gerne jetzt mal 1:1 nachmachen, aber wenn ihr euch schon die Mühe gebt, das zu machen. Und da war eins dabei, das fand ich unfassbar süß. Ja, habe eins gefunden, das ich unfassbar süß finde. Nächstes Design, dann nehmen wir das hier. Und da haben wir die gleiche Strumpfhose, nur in einer anderen Farbe, wie es aussieht. Nee, dann ist das nicht die, sondern dann ist das die in dem Ton. Bist du das? Bist du es, Strumpfhose? Schwierig zu sagen. So, ich finde das echt süß in der Kombination, weil ich das selber so nie gewählt hätte. Und deswegen finde ich das immer großartig. Mir gefällt das. Also ich würde sagen, wow, gutes Outfit. Also das kann jetzt wieder sein, dass es nur komischerweise ausnahmsweise meinen Geschmack trifft oder sowas. Aber ich finde es gut. Ihr werdet das gleich sehen. Das ist dann dieser Ton. Genau. Und jetzt kommt die Jeansjacke oben drüber. Anzugjacken waren das nicht, ne? Das war bei... wo war es denn hier bei Jacken zu finden? Genau. Ist das hier als Kombo gewesen? Aber da stimmt farblich noch irgendwas nicht. Ich glaube, die Hose stimmt farblich noch nicht. Ist aber was ganz anderes und ich finde, das sieht ganz gut aus. Mit den richtigen Accessoires und der richtigen Frisur, wohlgemerkt. Muss man dazu sagen. Deswegen war ich auch erst skeptisch, als ich das gesehen habe. Ich finde jetzt nicht die genauen Schuhe. Wo seid ihr denn? Sind das die irgendwie? Ja, das sind die hier. Die hier in weiß. Oder? Sieht nur so aus. Nee, es sind Schnürschuhe. Es sind definitiv Schnürschuhe. Die hier in weiß dann. Ja, die hier in weiß. Und eine andere Brille ist das hier auch. Und zwar die mit den schwarzen Gestellen kommt dazu. Und dann... Ja, Ohrringe können wir leider nicht wählen. Das ist voll schade, weil das ist eigentlich... Der Hingucker hier bei dem Outfit sind die Ohrringe. Muss ich jetzt dazu sagen. So, ich guck mal gerade, das sieht irgendwie aus, als würde es sich farblich beißen. Haben wir da nicht noch eine Variante? So beißt es sich nicht farblich, aber es kriegt keine, wie soll ich sagen, keine Harmonie hin. Ich fand eben gerade diese Farbenkombination ganz geil. Achso, die Mütze kann weg. Bin jetzt aber nicht ganz schlüssig, ob ich das hier dann so behalten will. Oder ob man sagt, das lässt man frei. Ist jetzt... Von der Farbkombination. Es ist voll schwierig. Ich kann euch, das ist von A Person. Nee, A Person Official. Und ich kann das. Ich ziehe das Bild gerade mal runter. Ich zeige euch, wie. Es sieht ganz geil aus mit der Kombination mit ihren Haaren. Aber in so einer weißen Schaufensterpuppe ist das voll schwierig. Warte, Desktop. Seht ihr das? Hier mit der Haarfrisur und dem roten Lippenstift zusammen, der den Akzent zu den Klamotten gibt, sieht das voll awesome aus. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, was man da machen kann. Ob ich das dann so hinkriege, dass es halt auch gut aussieht. Sieht gerade aus, als wäre das voll die Laufmaschen gewesen. Das ist doch aber der gleiche Ton. Das ist auch die gleiche Farbe, ja. Eine andere Pose wäre eigentlich auch noch gar nicht schlecht, aber das ist nicht so schlimm. Ich gucke nur mal gerade bei Hut mit Krempe. Wenn nicht irgendwas ist, was sogar dazu passen würde. So Cremefarben nicht. Dem Hütchen auch nicht so. Der Ton ist leider nicht ganz der gleiche Ton wie das. Oh, ein Halloween-Outfit müssen wir auf jeden Fall auch noch gestalten. Ich will mal gerade da durchgucken, was alles so gibt. Nicht zufällig farblich irgendwas dabei ist, wo man sich denkt, oh ja. Der ist ja süß, der Lagerfeuerhut. Aber ihr seht schon, ne? In der Kombination wird es was. Mit den Haaren. Ich finde das okay. Ich will halt einfach auch mal eure Kreationen und Ideen mit reinnehmen. Packt sie einfach auf Twitter, macht Screenshots, wenn ihr den CC benutzt, verlinkt ihr mir bitte. Und dann kann man das halt einfach mal machen. Kann man das einfach mal machen? Kann man das mal?
Dann sind auch eure Kreationen im Let's Play mit drin. Ich habe übrigens, ich arbeite immer noch an meinem Roomtour-Vorstellungsvideo, weil ich hatte euch ja gebeten, eure Zimmer und eure Häuser und eure Räume und so weiter und so fort darzustellen. Und, so, dann kannst du das jetzt mal auffüllen. Er hat es nicht angezogen. Er hat es nicht, weil die Klamotte irgendwie verbuggt war oder so. Ich habe doch auch keine Ahnung. Niemand mag die. Willst du es nochmal versuchen? Ist die wirklich verbuggt, die Klamotte? Ja, sie ist verbuggt. Na gut. Pose ändern, vielleicht Business? Er ist so handymäßig. Aktiv. Ja, das sieht gut aus. Pose ändern. Verspielt. Oh, das sieht seltsam aus. Pose ändern. Kokett. Ja, okay, das sieht auch seltsam aus, aber das kann man nehmen. Ach Gott, schön. Oh ja, wir haben ja auch hier keine Toiletten und Svenja ist völlig fertig. Okay, wir haben es heute immerhin geschafft, ein bisschen Geld einzunehmen. Ich würde sagen, wir schließen den Laden jetzt erstmal. Wir haben immerhin plus 768 gemacht. Das ist doch auch schon mal nicht übel. Das kann man auch nicht anders sagen. Wie sieht es eigentlich momentan mit unserem Restaurant aus? Das kann doch auch irgendwie nebenbei Geld generieren, während wir nicht da sind, oder? Ist das nicht so? Weil wir doch Angestellte haben. Da wir Angestellte haben, geht das. Hier geht das halt nicht, weil wir keine Angestellten haben. So, das war ein sehr erfolgreicher Tag. Ich habe voll viel verkauft. Ach, Sally ist eingeschlafen. Ach Gottchen, arme kleine Sally. Bist du die wecken soll? Weißt du, wir müssen auch wieder nach Hause gehen, aber sie schläft gerade so süß. Ach Gottchen, nicht, dass sie jetzt völlig fertig ist von Tag und krank wird. Das geht gar nicht, sondern sie ist meine Schuld. Also sie aufwecken. Sally? Tut mir sehr leid, aber ich muss dich voll so wecken und so. Also wach mal auf. Wir haben gute Arbeitstag geleistet. Wir fahren jetzt nach Hause beide. Das ist gut. Ich muss dringend mal auf die Ich muss mal schlafen gehen und essen. Okay, kein Problem. Dringend auf die Toilette. Können wir sowas nicht sogar regeln? Es gibt doch diese... Gibt es hier nicht diese One and Only Toiletten von... Ihr wisst schon. Aus... Alles anzeigen. Aus... da. Outdoor-Leben... Gab es doch diese Komplett-Toiletten? Kann man hiermit nicht, ne, die kann man nicht... Gibt es die im Cheat? Moment. Testing-Cheats true? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie das Cheat heißt. Ich muss immer jedes Mal auf... sims-online.com/sims-4-game-info/sims-4-game-cheat-codes. Für Leute, die sich immer fragen, wie ich da rankomme... Ja, das war sehr schnell abgesprochen. Also, es ist, ja. BB, schau Hidden Objects. Ich vergesse es einfach jedes Mal, wie der Cheat heißt. Debug. Debug. Er müsste jetzt hier mehr auftauchen. Da tauchen jetzt auch diese Schilder auf. Da sind die Toilettenhäuschen. Ort des Vertrauens. Das ist dann zwar... Sieht dann zwar halt so nach... Ja, das ist voll schwierig. Was ist das da? Eine Ranger Station. Ja, aber die Toilettenhäuschen sind halt... Ich suche trotzdem mal gerade... Wie heißt die auch Toilettenhäuschen? Rustikal. Vertrauensvoll rustikal heißen die einfach. Boah, das ist dann voll schwierig zu finden. Und wo unter welcher Kategorie seid ihr normalerweise? Das weiß ich jetzt auch nicht. Hatten wir nicht noch irgendwo sonst wo welche? Nicht bei Outdoor-Leben, sondern... Oh je, Mini. Bei Gaumenfreuden war sowas nicht mit dabei, ne? Schade, das war cool einfach. Okay, bei Wellness-Tag, was haben wir da? Das sind auch mehr Kaffee- und Zusatzobjekte und diese Umkleidedresser, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch bei uns hier. Coole Küche, Luxusparty, Heimkino rum. Da nicht. Bei Zeit für Freunde sowas? Nee, auch nicht. So Toilettenhäuschen sind halt cool, deswegen habe ich halt überlegt, ob das hier auch so dabei sein könnte. Ja, Mann, dann nehmen wir die Toilettenhäuschen von Outdoor-Leben. Die haben ja auch nicht viel gekostet, nämlich gar nichts. Haben wir nämlich jetzt ein Toilettenhäuschen? Wartet mal, ich habe eine Idee. Dann sieht das so aus, als gehöre das zur Stadt. Wenn ich das jetzt so mache, dass wir
quasi, sieht das aus wie Gehweg? Ich weiß ja nicht. Alter, war der teuer. Warum war der so teuer? Ich habe da so kaum Geld eingenommen. Was müsste... Ich will halt, dass es so nach Gehweg aussieht. Als würde es nicht dazugehören, wisst ihr? Ist ja noch teurer. Hier, der kostet am wenigsten. So, dann könnte man sagen, dass hier geparkt werden kann. Oder so. Deko-Objekte. Hatten wir nicht so Parkstreifen oder sowas? Hier sind die ganzen Debug-Objekte hier drin. Verdammt. Hatten wir nicht so Parkstreifen? Ich sage einfach mal das Wort Park. La, 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 la. Alleine im Park nicht. Ich hab... Park. Textsuche für Park. Hier. Sag ich doch. Ich hab das runtergeladen. Dann haben wir nämlich jetzt hier auch Car. Textsuche für Car. Quasi... Das ist so teuer. Ach, Mann, oh, ihr seid doch alle kacke. Dann haben wir das jetzt so als Deko und hier kommt halt ein Busch hin und ein bisschen Schilf. Passt das hier auch rein? Das ist so teuer, wir haben noch kein Geld. Ich gehe hin, um Geld zu verdienen und was mache ich? So ein bisschen was Buntes in den Hinterhof. Dann haben wir nämlich jetzt hier auch eine Toilette. Dann sieht es so aus, als würde es hier zum Park gehören. Und den Klamottenladen, den erweitern wir irgendwann mal nach hinten. Ist vollkommen klar. Na, dann wird der bis hierhin so erweitert. Aber gerade aktuell können wir uns das nicht leisten. Und solange sieht der ja auch so ganz cool aus hier. Ja, ich finde, das passt hier gut rein. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4 Zeit für Freunde. Ach, danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen und so lange dabei sein. Seit 200 Folgen, 200 unglaubliche Folgen, großartig. So lange hast du Staffel noch nie geschafft. Es kommt ja auch bald das neue Add-on. Damit kommen natürlich auch wieder Staffelfinale, Staffelspecial und all solche ganzen Sachen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Weil momentan sieht es irgendwie wieder so aus, als würde ich bald umziehen. Schon wieder? Ha! Ich sollte mal ein bisschen vorarbeiten. Ich sollte mal dieses Wochenende richtig durchpowern. Okay, Leute, macht's gut. Wir singen.